Es wird immer so gesagt, das Fahrrad erlebt eine Renaissance, jetzt fahren plötzlich alle Fahrrad. Dem würde ich gerne ein bisschen mehr Grundierung noch geben. Das ist so, ich möchte da gar nicht widersprechen. Wir haben ganz, kann man das lesen? Na vielleicht, ich erzähle es sowieso. Wir haben verschiedene Trends, die mit Fahrradfahren erstmal im Inneren nichts zu tun haben, die aber die Fahrradnutzung unterstützen. Ein Trend ist ein stärkeres Gesundheits- und Fitnessbewusstsein. Ein weiterer Trend ist eine stärkere Orientierung hin, eine Suche nach Lebensqualität in einem gewissen Kontrast zu einem blinden Fortschrittsglauben. Ein weiterer Trend ist multimodales Verkehrsverhalten für die Nicht-Experten im Raum. Das heißt, ich benutze nicht für alle Wege vom Bäcker bis zur Arbeit und alles, was ich so mache, das Auto, sondern ich gucke, ist denn das jetzt sinnvoll, das Auto zu nehmen? Fahre ich nicht vielleicht doch lieber mit dem Rad, gehe ich zu Fuß oder nehme ich die Straßenbahn? Multimodales Verkehrsverhalten. Sehr wichtiger Trend, der auch den nächsten Trend ein bisschen mit bedingt. Immer weniger Menschen haben einen Führerschein. Sie machen den auch immer später. Der Standard, dass man mit 18 seinen Führerschein macht, das ist längst kein Standard mehr. Das ist einfach nicht mehr so. Das durchschnittliche Alter, wo der Führerschein gemacht wird, ist inzwischen bei 29 Jahren. Ähnlich beim Autobesitz. Immer weniger Menschen haben ein Auto und wenn sie sich eins kaufen, immer später. Das Fahrrad als Statussymbol, also Stichwort Pedelecs, Stichwort teure Rennräder, Stichwort Carbon und so weiter. Da kann man richtig viel 1000 Euro für ein Fahrrad ausgeben. Und das ist wirklich eine Besonderheit und das machen die Menschen gerne. Zusammenfassend, Radfahren ist interessant für Konservative gleichermaßen wie für eher alternative Milieus. Das heißt, es sind nicht nur Menschen, die... sag ich mal, aus einem alternativen Milieu kommen und weil sie die Welt retten wollen, fahren sie halt mit dem Fahrrad und nehmen alles auf sich. Sondern wir haben vom Schlipsträger bis zum Säugling alles. Jeder fährt Fahrrad. Und das habe ich jetzt schon gesagt, genau. Immer mehr Menschen legen ihre alltäglichen Wege mit dem Fahrrad zurück. Das kann man auch statistisch sehen. Hier ein schönes Bild von Dresden, Albertbrücke. Da staut sich das jeden Morgen richtig stark. Wir hatten gestern unsere Nikolaus-Aktion dort, haben den Fahrradfahrern, die um 7.30 Uhr bei Schneetreiben im Wind, Orkan, mit dem Fahrrad über die Brücke fahren, einen kleinen Nikolaus gegeben, so als kleine Belohnung. Und wir haben in einer Stunde 300 Leute erreicht und mindestens dreimal 300 Leute sind in dieser Stunde nochmal an uns vorbeigefahren. Das ist einfach die Hölle los. Das sieht man auch hier, diese bisschen geschwungenen Linien zeigen, es ist die Hölle los, was diese Entwicklung betrifft. Das ist hier von 1987 bis 2008 aufgezeichnet. Die drei sächsischen kreisfreien Städte, Blau Dresden, Rot Leipzig, Gelb Chemnitz. Also selbst Chemnitz, wo man immer sagt, in Chemnitz ist ja alles ganz schlimm, niemand fährt Rad. Das war noch mal ganz anders, davor überhaupt niemand Rad. Also 1991 und 1994 hatten wir einen Modus-Split-Anteil von 2%, jetzt sind wir bei 6%. Ich meine, das ist eine Verdreifachung. Ähnlich in Dresden und in Leipzig. Wir haben in Dresden 1991 6,0% gehabt. Jetzt liegen wir, was heißt jetzt, 2008, bei 16% bzw. 17%. Und das ist 2008, das ist 5 Jahre her. Man kann an bestimmten Zahlen sehen, wir sind jetzt über 20%. Das geht immer noch weiter. Das ist noch eine Entwicklung, die ist noch lange nicht zu Ende. Ganz zu schweigen von Leipzig, wo das mit einer bisschen Kurve ist, aber im Prinzip genau dasselbe. Überall nehmen sich die Leute ihre Fahrräder aus dem Keller und es werden jedes Jahr immer wieder mehr. Und das ist eine Entwicklung, die ist sehr erfreulich, die bringt natürlich auch Probleme mit sich und die lässt diese Frage, Radverkehr, wer ist dafür eigentlich zuständig, umso dringlicher erscheinen. Ne? Wir haben also hier auf politischer Ebene verschiedenste Handlungsebenen. Also um kurz die Kurzzusammenfassung vorab zu leisten, alle sind dafür zuständig. Und das ist ganz schön, weil es gibt unheimlich viele Akteure, die eigentlich alles machen könnten, ganz viel machen könnten. Und das ist natürlich auch blöde, weil niemand fühlt sich wirklich zuständig. Wir haben also so eine Diffusion von Verantwortung, so nannte man das bei mir im Studium immer. Die Bundesrepublik. Auf Bundesebene werden die ganz grundsätzlichen Regeln gemacht, also StVO, StVZO und so weiter. Wir haben den Nationalen Radverkehrsplan als bundesweite Radverkehrsstrategie. Dann haben wir natürlich ganz logisch Radwegebau und Bundesstraßen, wichtiges Thema, was der Bund natürlich auch zu verantworten hat. Wir haben die Förderung von Leuchtturmprojekten, also Frau Fuchs sagte das mit den Radschnellwegen in NRW, wäre so ein Beispiel. Und dann, was immer wieder vergessen wird, Förderung von Kooperation und Kommunikation. Immer die Ebenen, wo es noch welche unten drunter gibt, die müssen
sich dafür verantwortlich fühlen, und sie fühlen sich selten dafür verantwortlich, Kommunikation und Kooperation zu fördern. Nämlich, dass das Geld und das Know-how, was sie haben und liefern, auch irgendwie ankommt und irgendwie sinnvoll eingesetzt wird. Dann haben wir die Länder. Die Länder machen Netzplanung, logisch, um sozusagen in ihrem Bereich strategische Fragen zu beantworten. Sie stellen Fördermittel bereit und haben dann natürlich bestimmte Bedingungen. Radverkehrsförderung ist natürlich ganz wesentlich auch immer Geld. Und da haben wir in Sachsen das Problem, dass die Investitionen in den Radverkehr seit Jahren zurückgehen. Wir liegen inzwischen bei 88 Cent Fördermittel pro Einwohner pro Jahr. Obwohl für den Straßenbau eigentlich richtig viel Geld da ist. Das sieht man ja, was wir für schöne Projekte haben. Der Citytunnel in Leipzig, die Waldflächenbrücke in Dresden und. Und jetzt wird demnächst wieder ein neues Stück von der A72 eröffnet. Juhu, wieder 100 Millionen. Also riesige Investitionen. Das Geld ist wirklich nicht das Problem. Und dann haben wir natürlich auch Förderbedingungen, selbst wenn man also wollte, meinetwegen als Kommune, haben wir Förderbedingungen, die den Straßenbau oder den Wegebau oder die Radverkehrsförderung immer wieder behindern und da andere Sachen sozusagen reinschieben. Also beispielsweise, oder ich fasse es mal zusammen, das große Wort ist immer die Flüssigkeit und Leichtigkeit des motorisierten Verkehrs. Die steht eben in Sachsen überall, die schwebt quasi so unabänderlich überall. Das ist natürlich ein Ding, das kann man verändern, das ist politisch gewollt. Und dann haben wir natürlich als ganz konkreten Konflikt, der immer wieder kommt und der auch in Förderbedingungen zementiert ist, der Konflikt zwischen Parken von motorisierten Fahrzeugen und dem Radverkehr. Das Land hat ganz wichtig Bindegliedfunktionen, denn es ist genau dazwischen, zwischen Bund und den Kommunen, die es dann praktisch machen. Diese Bindegliedfunktionen, na, da muss ich vielleicht nicht so weit drauf eingehen, das ist klar, das ist in Sachsen ein großes Problem. Diese Vernetzung, die das Land zwischen oben und unten leisten müsste, da passiert wenig. Dann haben wir als Land, so ähnlich wie bei den Bundesstraßen im Bund, Radwegebau an Staatsstraßen, Landstraßen, also Staatsstraßen heißt es in Sachsen, weil Sachsen ist ja ein Freistaat. Da passiert auch sehr wenig. Wir haben an 15% der sächsischen Staatsstraßen haben wir Radverkehrsanlagen. In Bayern sind es zum Beispiel 40% der Landstraßen. Weiteres wichtiges Thema, Landesthema, explizites Landesthema, Radfahrausbildung an Schulen. Ganz schwieriges Thema. Wir haben in den Schulen ein erhebliches, also bei der Radfahrausbildung an Schulen ein erhebliches Qualitätsdefizit. Die Kinder lernen die Verkehrsregeln, sie wissen, was eine rote Ampel ist, sie werden im Schutzraum auch mal auf dem Fahrrad gesetzt und fahren dann in so einem sogenannten Verkehrsgarten ein paar Runden. Aber wie in anderen Ländern, meinetwegen Schleswig-Holstein, ich glaube in NRW ist man da auch so weit, dass man dann zum Schluss den Kindern sagt, so, jetzt fahren wir mal draußen auf der Straße und gucken mal, wie das real ist. Da kommt dann mal ein Auto und dann muss man anhalten und dann kommt da mal ein Fußgänger und dann muss man ein bisschen gucken und wie geht das mit dem Radweg, darf man da immer auf der falschen Seite fahren und darf man auf dem Gehweg fahren. Das mal wirklich in der realen Welt zu probieren, so weit sind wir in Sachsen noch nicht. Den Kindern wird, also wenn man es jetzt fies formulieren würde, eigentlich nur beigebracht bei dieser Ausbildung, okay, das ist etwas sehr pointiert, aber ich sage es jetzt trotzdem, Radfahren ist gefährlich, da kann was passieren, wir gehen lieber nicht raus, es ist alles viel zu gefährlich. Und trag bitte immer einen Helm, ganz wichtig. Das ist so das, was man aus den Erfahrungen mit Eltern immer wieder gespiegelt kriegt, auch im ADFC, wo man gesagt hat, Mano, könnt ihr da nicht mal was machen, Radfahrausbildung an den Schulen? Dort wird nur Angst vermittelt. Und Radfahren ist doch was Schönes und hält fit und ist gerade für Kinder, wo wir immer über Bewegungsmangel klagen, ein Riesenthema. Große Baustelle. Und natürlich das Land, auch hier wie der Bund, weil es gibt eine Ebene drunter, Förderung von Kooperation und Kommunikation. Total wichtig. Hierzu habe ich ein schönes Zitat von Mike Hauschild, wer ihn nicht kennt, der sitzt für die FDP im Landtag und ist dort für Städtebau zuständig. Kann man das lesen? Ich lese es auch gerne vor. Das war aus einer Sitzung des Verkehrsausschusses letzten Sommer, also diesen Sommer, wo ich beiwohnen durfte. Da ging es um Nahmobilität. Frau Fuchs war auch da und wir haben versucht, den regierungstragenden Fraktionen, eigentlich allen Anwesenden, was zu erzählen über Nahmobilität, warum das sich lohnen könnte, zu Fuß gehen, Rad fahren und so weiter zu fördern. Da kam dann, man muss ja dort immer Fragen stellen, er hat da also eine Frage gestellt, ich finde zwar kein Fragezeichen, aber egal. Bisher habe ich nur gehört, das Land soll Ziele stecken und Förderprogramme als Steuerungswerkzeug nutzen. Städte wie Kamenz, Bischofswerda und so weiter haben keine Chance, diese Förderprogramme zu nutzen.
warum auch immer. Sie könnten zwar, wie das früher war, mit viel Fördergeldern Fahrradwege bauen, Sie können sie auch beleuchten, Sie können sie auch bunt anmalen, aber es wird dort wahrscheinlich das Geld nur versenken. Ganz kurz und pointiert und mit einer Originalquelle zusammenzufassen, das ist die aktuelle Landespolitik in Sachen Radverkehr. Weg mit Herrn Hauschild und hin zu den Kommunen. Die Kommunen haben natürlich eine Menge zu tun. Sie müssen eine eigene Netzplanung leisten, eine eigene lokale Radverkehrsstrategie entwickeln. Sie haben zum Schluss politisch immer vor Ort konkret zu entscheiden, was passiert. Denn das ist eines der wichtigen Prinzipien in unserem Land, Subsidiarität. Das heißt, die unterste Ebene entscheidet, oder die Ebene, wo etwas wirklich gemacht wird, entscheidet, wie es gemacht wird. Das ist eigentlich auch ein schönes Prinzip, bringt aber natürlich Probleme mit sich, die wir ja im ersten Vortrag schon gehört haben. Die Kommunen sind zuständig für Planung, Bau, Instandhaltung. Instandhaltung ist immer so ein ganz kritisches Problem, wenn man jetzt zum Beispiel als der Bund angeflogen kommt und sagt, wir schenken euch, sagen wir mal, die Waldschlösschenbrücke. Dann steht immer im Kleingedruckten, die kostet 3,5 Millionen im Jahr. Und dann sagen die Kommunen, oh super, ihr schenkt uns die Waldschlösschenbrücke, ihr schenkt uns hunderte Millionen Euro und super. Und dann kommen da also immer jedes Jahr 3 Millionen aus der Kommune. Das ist natürlich bei allem so, das ist auch bei Radverkehr so. Ein Problem, weshalb man immer bei allem gucken muss, was kostet Instandhaltung, kann man sich das leisten? Oder ist es nicht vielleicht so, zum Beispiel auch bei Radwegebau, dass dann nach 5 Jahren drücken die Wurzeln unten aus den Radwegen durch und dann hat man die Wellungen und man kann es nicht sanieren, weil man hat gar kein Geld dafür geplant. Großes Problem, denn Problem 1, Kommunen haben wenig Geld. Bis auf die Landeshauptstadt, dort trifft Problem 2 zu. Fehlende Erfahrung, mangels Vernetzung, fehlende gemeinsame Strategie. Das ist das, wofür wir die AGFS eigentlich bräuchten in Sachsen. Fehlende gemeinsame Strategie. In jeder Kommune in Sachsen wird das Rad neu erfunden. Und das ist wirklich furchtbar, wenn ich jetzt als Landesgeschäftsführer des ADFC Sachsen durch die einzelnen Städte reise und dort mit den Leuten rede. Die haben alle dieselben Probleme. Und es ist auf kommunaler Ebene ganz wenig, dass man Möglichkeiten hat oder die Notwendigkeit verspürt, je nachdem, wie weit man ist. Aber meistens hat man einfach auch nicht die Möglichkeiten, mal das Scharnier ein bisschen aufzumachen und sich zu vernetzen. Und man kriegt auch vom Land dann natürlich überhaupt keine Unterstützung. Das sind erstmal sozusagen jetzt aus sächsischem Blick. Dann gibt es weitere Akteure. Die Bahn und die Verkehrsverbünde, ganz wichtiger Akteur. Allen bekannt ist das Problem der Fahrradmitnahme im Fernverkehr. Das wollte ich jetzt nur kurz anreißen. Es gibt weitere Akteure. Bahn. Mittelkürzungen im Nahverkehr, wieder ein konkretes sächsisches Thema, führen ganz automatisch oder mehr oder weniger automatisch zu einer schlechteren Verkehrsqualität. Man gucke sich nur die Regionalexpressverbindung zwischen Dresden und Leipzig an, die es neu gibt jetzt mit neuen Fahrzeugen, wo sich die Verkehrsqualität stark verschlechtert. Man kommt mit den Fahrrädern, obwohl es ein Fahrradabteil gibt, in das Fahrradabteil eigentlich nicht rein, weil aus irgendwelchen Gründen da noch eine Behindertentoilette davor gestellt wurde. Dann hat man so einen 70 cm Gang daneben. Man hat für Chemnitzer sicher bekannt, Sachsen-Franken-Magistrale, Spitzen-Dieselfahrzeuge. Wenn ich da mit einem Kinderfahrradanhänger rein will, man ist eigentlich bestraft, wenn man Kinder hat und mit denen Fahrrad fahren will. Und ein wichtiges Thema, Fahrradparken an Bahnhöfen. Da ist auch wieder diese Frage, wer ist zuständig, wirklich aufs Feinste ausgearbeitet. Also da, die Stadt sagt dann, naja, das ist ja doch ein Bahnhofsgebäude, da ist die Bahn zuständig. Die Bahn sagt dann, naja, wir haben ja verschiedene Firmen, also hier irgendwie DB Regio und DB Netz und Station und Service und ist es nicht vielleicht doch mehr für den Fernverkehr? Und naja, der Verkehrsverbund ist ja eigentlich auch noch. Und zum Schluss ist allen klar, wir wollen kein Geld ausgeben und die anderen sind es. Es gibt ja auch so schön viele andere Akteure. Großes Thema und Fahrradparken ist also das zentrale Thema, nämlich Verknüpfung von verschiedenen Verkehrsmitteln, Fahrrad und Bahn in dem Fall, die da überhaupt nicht funktioniert. Man gucke sich nur die Bahnhöfe an, die größeren, da hat man dann irgendwie 10 Fahrradbügel und 100 Fahrräder. Und man hätte ein Potenzial für 1000. Unternehmen, Wirtschaft, nicht zu vergessen, haben natürlich große Vorteile von Mitarbeitern, die mit dem Fahrrad fahren. Mitarbeiter, die mit dem Radfahren sind ausgeglichener, also man ist einfach angespannter, wenn man mit dem Auto fährt, da gibt es Studien drüber. Sie stehen nicht im Stau, sie sind also pünktlicher und jetzt Statistik, Mitarbeiter, die mit dem Rad zur Arbeit kommen, sind pro Jahr einen Tag weniger krank. Das muss man sich mal, also statistisch, durchschnittlich, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist einfach Geld. Dann haben wir eine Situation, bisher werden falsche Anreize gesetzt auf verschiedensten politischen Ebenen, Stichwort Dienstwagenprivileg. Jedes dritte in Deutschland verkaufte neue Auto ist ein Dienstwagen.
Weil das nämlich steuerlich richtig günstig ist. Muss man sich auch mal, also die Zahlen, das sind Millionen. Dann haben wir das Problem mit Stellplätzen. Wir haben in Sachsen eine Stellplatzpflicht für Autostellplätze. Das heißt, wenn ich irgendwas baue, muss ich Autostellplätze schaffen. Ja, ich wäre ja blöd, wenn ich Autostellplätze schaffe und dann parkt dann niemand. Und ich sage meinen Leuten, ich schaffe euch jetzt 200 Parkplätze, aber kommt mal mit dem Fahrrad. Das ist nicht logisch. Und nachdem also eine Firma oder ein Wirtschaftsunternehmen auch richtig investiert hat in Autostellplätze, weil das muss die schaffen, wird natürlich auch der Anreiz gering sein, jetzt zu sagen, okay, ich habe jetzt so und so viel 1000 Euro für Autostellplätze ausgegeben, jetzt gebe ich nochmal so und so viel 1000 Euro für einen meinetwegen Fahrradparkhaus auf meinem Firmengelände aus. Und die habe ich dann einfach nicht mehr. Unternehmen brauchen natürlich neben diesen Anreizen auch wirklich fachliche Unterstützung. Das ist auch ein Ding, wo man sagen kann, das ist ein Landesthema. Da müsste eigentlich fachlich was da sein, also sowas wie diese Nahmobilitätsbroschüre oder eine Förderstrategie, die auch transparent gemacht wird. Gibt es in Sachsen nicht. Ein weiterer Akteur, den ich auch erwähnenswert finde, Wohnungswirtschaft. Wir haben für Wohnungsunternehmen und auch für private Menschen, die sich ein Haus bauen, im Moment den Anreiz, sich zu diesem Haus einen Autostellplatz zu bauen. Wir wissen, wenn ich den Autoparkplatz in unmittelbarer Nähe zum Beispiel meines Wohnortes habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dem Auto überall hinfahre, sehr hoch. Wenn ich den Autoparkplatz nicht in unmittelbarer Nähe von meinem Wohnort habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dem Auto überall hinfahre, natürlich viel geringer. Wir haben im Moment eine sächsische Bauordnung, dort steht drin, es sind für neu gebaute oder sanierte oder so weiter Gebäude Autoparkplätze, Stellplätze zu schaffen. Die sogenannte Stellplatzpflicht. Und diese Stellplatz, und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe gar kein Auto, ich brauche das nicht, ich baue mir ein Haus privat irgendwo, habe kein Auto, ich will das nicht, ich möchte das lieber als Garten haben, die Fläche, die ich für das Auto brauche, dann zahle ich bis zu 10.000 Euro Strafe. Ja? Und dann ist natürlich die Bereitschaft gering, gerade bei größeren Unternehmen zu sagen, wir zahlen natürlich pro Stellplatz, wenn ich jetzt mir das vorstelle, als Mietgebäude mit, was weiß ich, 10 Wohnungen, zahle ich dann für 10 Stellplätze, kurz 100.000 Euro, kein Problem, habe ich ja. Natürlich macht das keiner, da werden dann die Innenhöfe als Parkplätze genutzt oder man schafft eine Tiefgarage und wieder hat man wenig Ambitionen, jetzt noch zusätzlich Geld auszugeben für Fahrradparkplätze. Quatsch, wer würde das machen? Das ist also das eine, wir haben einen völlig falschen Anreiz, was das Parken angeht. Und dann haben wir darüber hinaus nicht mal landesweite Standards fürs Fahrradparken. Dass also irgendwie mal gesagt wird, so ist ein fahrradfreundlicher Parkplatz zu gestalten. Denn wir haben natürlich klare Normen. Eine Autoparklücke hat 2,20 Meter breit zu sein und keine Ahnung, irgendwie bestimmt lang. Und das hat man so zu machen. Und natürlich muss an einer Autoparklücke auch eine Zufahrt gebaut werden. Das ist bei Fahrradparkplätzen alles nicht geklärt. Das sind also verschiedene Akteure, um da nur mal so einen kurzen Einblick in die Akteure und die Problemlagen zu schaffen. Und wir haben ganz verschiedene konkrete Baustellen im Freistaat. Wir haben bereits eine sächsische Radverkehrskonzeption seit 8 Jahren. Dort gibt es ganz klar Handlungsfelder, also fachlich ist die nicht schlecht, kann man auch nicht sagen. Dort werden ganz klar Handlungsfelder gezeigt für Kommunen, für das Land, für andere Akteure. Es werden Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die auch zum Teil recht konkret sind. Das Problem ist, es fehlen verbindliche Ziele. Die wurden damals, 2005 schon, hat man sich politisch nicht getraut, ganz konkrete Ziele festzulegen. Aktueller Stand ist deswegen auch, wenn man keine Ziele hat, wird man auch nicht versuchen, sie zu erreichen. Wir haben in der Staatsregierung eine Drittelstelle für den Radverkehr, also nicht mal eine volle Stelle. Es gibt keine aktuelle aktive Radverkehrspolitik. Wir haben, das hatte ich vorhin schon gesagt, 15% der Staatsstraßen überhaupt nur mit Radwegen, im Vergleich Bayern 40% und andere Länder könnte man jetzt aufzählen, wo es auch deutlich mehr ist. Sachsen vermarktet sein radverkehrstouristisches, also sein radtouristisches Potenzial nicht. Und die Haushaltsmittel für den Radverkehr werden stetig gekürzt. Also hier sieht man das mal. Wir fangen an im Jahr 2009 mit, ich habe es jetzt, das ist sehr unscharf hier, 2,60 Euro pro Einwohner und Jahr, was schon nicht so richtig viel ist. Und sind inzwischen bei 88 Cent. Ja, nicht mal, ich kann es lesen, aber das sind 88 Cent pro Jahr und Einwohner. Das kann man dann auch langsam lassen. Wir haben jetzt dieses Jahr den Entwurf einer neuen Radverkehrskonzeption, in der fehlen wiederum messbare und zeitlich fixierte Ziele. Also die Staatsregierung wird wieder ein paar Jahre vergehen lassen können, ohne wirklich was machen zu müssen.
Stattdessen unheimlich viele Allgemeinplätze. Also Radfahren ist gesund und immer mehr Menschen fahren Rad und so. Ja, dafür brauche ich keine Radverkehrskonzeption, dass ich das weiß. Wir haben also vor allem auch keine Grundlage, in 5 Jahren mal zu sagen, das und das und das und das wurde geschafft und das und das und das nicht. Überhaupt nichts. Man kann das nicht evaluieren. Es wird auch auf Potenziale des Fahrrades nicht eingegangen. Wir werden das später ja noch haben, jetzt Lastenräder, Pedelecs und so weiter. Wir haben eine ganz andere Entwicklung als verglichen mit vor vielleicht 20 Jahren. Wir haben ganz neue Formen von Fahrrädern, wir haben ganz andere Möglichkeiten. Da wird überhaupt nichts dazu gesagt. Der wichtige Punkt, den ich vorhin schon versucht habe, stark zu unterstreichen, Kooperation und Kommunikation. Wie will das Land die Kommunen dazu bringen, freudig die sächsische Radverkehrsstrategie zu unterstützen? Kein Wort, nichts. Und dann ist die Frage, wie ist denn diese Radverkehrskonzeption überhaupt zustande gekommen? Wir als ADFC haben davon irgendwie mitbekommen und dann mal nachgefragt, ob wir denn mal Stellung nehmen können. Der zuständige Sachbearbeiter war zum Glück im Urlaub und deswegen haben wir die Radverkehrskonzeption bekommen und haben Stellung genommen und ich weiß schon, was mit der Stellungnahme passiert. Die ist bestimmt jetzt schon in irgendeinem Aktenordner und steht ganz oben. Und dann steht sie dann eine Weile und wenn man Akten wegwerfen darf, wird sie dann weggeworfen. Also völlig intransparentes und sinnloses Zustandekommen der Radverkehrskonzeption. Zum Schluss, unterm Strich, muss ich wirklich sagen, ich frage mich, warum überhaupt novelliert das Land jetzt unbedingt die Radverkehrskonzeption? Warum überhaupt, außer um ein bisschen Schaufensterpolitik zu machen? Muss man so hart sagen. Weil die Zeit jetzt kurz ist, was ist zu tun? Feste Ziele setzen, Vollzeitpersonal. Wir brauchen einen Plan, den wir wirklich auch verfolgen und nicht nur aufschreiben und den wir engagiert und stetig fortsetzen. Wir müssen eine Offenheit haben, was in Sachsen überhaupt nicht da ist, von anderen Städten, von anderen Gegenden zu lernen. Also der Blick nach NRW könnte wahrscheinlich auch gewisse Sachen in Bewegung setzen. Wir haben eine Menge Anpassungsbedarf an Gesetzen und Verordnungen. Wir müssen einen politisch und in der Verwaltung einen Vorderschwerpunkt fürs Rad setzen. Klar, den gibt es noch nicht. Mobilitätsbildung umgestalten, habe ich vorhin schon gesagt. Der Freistaat selber muss als Vorbild agieren. Also radfahrender Minister gab es jetzt mal kurz, der ist mit seinem BMW irgendwie nach Leipzig gefahren, dann 15 Meter mit dem Fahrrad und hat dann dort irgendwas eröffnet. Das ist natürlich ein bisschen zu wenig. Finanzielle Untersetzung der Radverkehrsziele. Hier die zwei Grafiken, die passen natürlich nicht zusammen. Die müssen besser zusammenpassen und ich bin stark dafür, dass wir die rechte Grafik anpassen und nicht die linke. Ja, vielen Dank.